Ägyptens Geschichte die Belagerung der Burg Azuchi. Das heißt, das ist wieder ein zweiteiliger Part. Einmal die Belagerung selbst und dann einmal in der Burg Azuchi selbst drin. Ja, wir fangen einfach mal an. Und, ja. Shingen besiegte die Oda-Armee bei Nagashino. Nobunaga zog sich zur Burg Azuchi zurück, die sofort von den Takeda-Truppen umzingelt wurde. Doch ein weißer Schatten auf Shingens Fersen bewegte sich ebenfalls rasch auf Azuchi zu. Und dieser weiße Schatten, das ist natürlich kein geringerer als Kenshin Uesugi, unsere Nemesis. Haha! Und das Besondere an diesem Level ist, hier kann man einen legendären Gegenstand freischalten. Wenn ich es nur richtig in Erinnerung habe. Weiß noch ungefähr wie, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir das hinkriegen. Aber schauen wir einfach mal. Wir können die Kavallerie nicht einsetzen. Wir würden die Stadt von Azuchi zertrümmern. Genau. Dies wird ein zermürbender Kampf. Doch ich zähle auf euch. Eine schwere Aufgabe als Zeichen des Vertrauens? Mieser Handel. Gebieter, wenn wir die Stadt verwüsten, wird das Volk leiden. Ich schlage vor, wir locken den Feind in die Burg und kümmern uns dort um ihn. Das würde Shingen wohl denken. Ja, ja. Mitsuhide, setz die Stadt in Brand. Persönlich. Was? Was sagst du da? Shingen muss aufgehalten werden. Hier wird er seine Kavallerie nicht einsetzen. So. Wir müssen jetzt, um den legendären Gegenstand zu kriegen, müssen wir Mitsuhide schnell umbringen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es gibt keine Zukunft, ohne die Gegenwart zu vernichten. Ein gutes Argument, aber... So. Du hast gut gekämpft. Und jetzt müssen wir an einen speziellen Punkt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, wo der ist. Nutzen wir hier unseren Sturm. Und da wartet ein Hinterhalt auf uns. Da müssen wir innerhalb einer Minute... Müssen wir aus dem Hinterhalt rauskommen. Der Feuerangriff ist fehlgeschlagen. Wir ziehen uns zurück. Ich hoffe, das ist der richtige Weg. Ja, anscheinend. Da kommen wir jetzt rein. Ja. Jetzt kommt der Hinterhalt. Dam, dam, dam. Damit hat ja niemand gerechnet. Was ist hier los? Ah, eine ausgeklügelte Vorrichtung. Man steht nicht alle Tage einer Legende gegenüber. Da muss einfach alles haargenau stimmen. Haha, Haare. So, den müssen wir innerhalb einer Minute töten. Ich muss den Fürsten. Beziehungsweise innerhalb einer Minute müssen wir hier rauskommen. Du hast gut gekämpft. So. Da müssen wir hier noch kaputt gemacht werden. Wir sind direkt hinter euch. Vorwärts! Und ich hoffe, wir sind schnell genug gewesen. So. Eine Versorgungseinheit. Da, die müssen wir kriegen. Ich speichere hier mal. Zwischenspeichern ist immer wichtig, wenn man solche Missionen macht. So Schatzmissionen. Dann können wir uns die Geschichte kurz angucken. Wichtig. Da. Versorgungseinheit. Okay. Da steht leider nicht, wo Mitsuhide, sie gesichtet ein wurde. Ein bedauernswerter Mann. Ich werde seine Seele aus aber ich meine, es war Klauen hier. Befreien müssen. So, wo finde ich denn die Versorgungseinheit? Das ist nicht gut. Ich weiß nicht, wo die Einheit ist. Das ist natürlich scheiße. Der wichtigste Punkt überhaupt, den habe ich... Ich glaube, das war's. Da war sie. Oder? Nein. Oh Mann, ich bin so ein Depp.
Versorgungseinheit, wo seid ihr? Denn die Versorgungseinheit, das ist immer so, die wichtigen Gegenstände, die hat die Versorgungseinheit dabei. Und das ist natürlich dann super, wenn ich, Depp, nicht weiß, wo die Versorgungseinheit ist. Wo die sich befindet. Okay, shit. Na gut, kann man nichts machen. Ich werde dann gucken, dass ich hinterher die Versorgungseinheit in einem freien Spiel wieder hinkriege. Und dadurch kriegen wir den Matsukase-Sattel. Und der wird uns deutlich weiterhelfen können. Aua. Oh, jetzt sind gerade Leistungseinbrüche. Dabei ist das doch auf der Konsole, auf der PS2. Da habe ich mehr erwartet. Spiel. Na gut, schade. Nächstes Mal Versorgungseinheit. Das macht mich jetzt echt fertig, dass ich das nicht hingekriegt habe. Aber okay. Das, ja, kommt halt vor. Ich habe das so lange nicht mehr gespielt. Ich habe keine Ahnung, wo sich die Einheiten immer befinden und so. Und jetzt macht das Tor auf. Wir müssen Ihnen eben einfach um eine Nasenlänge voraus sein. Ist ja gut. Aber öffne das Tor. Dankeschön. So, Katsumasu. Takigawa. Du hast gut gekämpft. Ja, ja. Das sage ich immer. Das ist wie nach dem Sex. Ja, ja. Du warst der Beste, den ich je hatte. Das sag ich natürlich nicht. Du warst der Beste, ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht vom anderen Ufer. Aber so ist das halt. So sind die Frauen. Du bist der Beste, den ich je hatte. Ja. Du hast gut gekämpft. Ja. Stimmt aber eigentlich gar nicht. Die machen einem nur was vor, damit man nicht gekränkt ist. Aber egal. So viel zu Sex und Frauen und Kämpfen. Ich mag den Vergleich von einer Frau und einem alten Mann. Das lassen wir mal so stehen. Bring ihn da, bevor Mitsuhide es tun kann. Scheiße. Schaffen wir auch nicht. Diese Versorgungseinheit hat uns alles vermiest. Fürst Nobunaga, willst du diesen Krieg wirklich unbedingt fortsetzen? Wenn Natürlich. Du nicht weitermachen willst, dann geh. Ich verstehe. Dann geh nach Hause, Mitsuhide. Das ist echt der Unsympath überhaupt. Jetzt flüchtet der einfach, weil er keinen Bock hat. Und da kommt die Armee von Kenshin. Großer Bishamonten, sei mein Zeuge. Es ist Zeit, Nemesis. Oh nein. Oh nein. Klonk. Ausgerechnet jetzt muss er auftauchen. Ah, der Krieg in Person. Richtig. Der Krieg in Person. Azuchi gehört Und draußen mir, fährt Nemesis. Der Zug vorbei. Besiege Nobunaga oder persönlich. Du hast gut gekämpft. Ja, dann machen wir das doch. Es ist nichts Persönliches, aber ich besiege dich jetzt persönlich. Ihr werdet vernichtet werden. Nett? Ja, sehr nett, nicht? Ist doch echt sympathisch. Das ist für wahr eine prachtvolle Burg, Nobunaga. Doch tut es dir nicht leid, dass sie die Burg des Dämonen genannt wird? Die Menschen sind Wände. Die Menschen sind Burgen, wie jemand so gern sagt. Das sind ja wir. Azuchi ist die Burg des Dämonen. Und der Dämon hat seine Heimstatt in mir. Der hat uns einfach so zitiert. Ich verstehe.
Du bestehst also auf einer Kraftprobe mit mir. Genau. Dann warte auf mich, Nemesis. Meine Güte, ich habe mir einen höchst lästigen Feind gemacht. Richtig. Wir werden jetzt nämlich in die Burg eindringen. Und Kenshin will uns natürlich hinterherkommen. Und soweit ich es richtig in Erinnerung habe, ist es so, wenn wir schnell agieren in der Burg, wenn wir schnell zugange kommen, dann müssen wir nur gegen Nobunaga kämpfen. Wenn wir aber langsam sind, dann ist uns Kenshin gefolgt. Und wir müssen gegen Kenshin und Nobunaga kämpfen. Und jetzt Sie sollt erwarten ihr gewiss nicht, dass Aha. ich persönlich erscheine. Aber ich werde Ihnen zeigen, dass in mir noch Feuer steckt. Genau. Wartet nur und ab. Diese Burg haben wir ja, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Burg Azuchi. Erinnert ein bisschen, ein bisschen an Burg Odawara. Von den Skins her. Also von den Wänden und so weiter. Vom Flur. Aber es ist eine sehr ausgefeilte Burg. Eine mit sehr vielen Fallen. Da müssen wir aufpassen. Und die kommen natürlich auch immer. Die Ninja. Du hast gut gekämpft. So. Aua. Haha. Ja. Yeah. Da seht ihr, da geht's schon los. Sackgasse. Noch eine Sackgasse. Oder? Ja. Ja, Schitte. Dann müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Aua. Das ist doch gemein. Suchen wir uns einen anderen Weg. Nämlich den. Das sieht doch richtig aus. Ja. Sehr gut. So, dann müssen wir jetzt nach links und dann müssten wir gleich eigentlich... Ja, genau. Und kein Endgegner auf dieser Etappe, ist das nicht schön? Und wir haben so viel Zeit, wir haben 43 Minuten. Das werden wir doch rumkriegen, oder? Ich hoffe, wir schaffen es vor 43 Minuten bis ganz nach oben. Das sind ja 5 Etagen etwa. Und klatsch! So, hier lang. Das sieht richtig aus. Das machen wir. Oh, Kreissägen. Oh, super Fallen. Oh, ein Mönchsgesang im Hintergrund, der unsere Heldentaten untermalen will. Entschuldigung. Ah. Ist das überhaupt der richtige Weg? Ich glaube schon. Ich sage, ja, es ist ein Endgegner. Die Schwester von Nobunaga. Hallo. Kopf hoch, alle miteinander. Ja, ja, Kopf hoch. Vielleicht bin ich etwas nervös. Keine Sorge, ich tue dir nichts. Lass mich nur vorbei. Und schon ist sie tot. Ich habe mein Wort gebrochen. Und wir haben ein Level Up. Das ist toll. Kleine Kinder verprügeln und dadurch Ehre und Ruhm und Erfahrung gewinnen. Durch Kinder verkloppen. Das ist wieder was Neues. Neuer Inhalt auf dem Potato Club. Dann nehmen wir noch alles mit, was die hier haben. Haha. Ja. Oh Gott. Diese Burg ist echt merkwürdig. Echt high-technisch auf einem hohen Stand. Mit Kreissägen und was weiß ich für Fallen. Oh, zu dir wollte ich nicht. Du hast gut gekämpft. So. Na, ich glaube, wir sind hier nicht richtig. Aber wir können ja trotzdem lang. Um mal ein bisschen zu gucken, wir haben ja Zeit. Nicht wahr? Uah. Vielleicht finden wir irgendwelche Skätze. Nee. Kein Skatz.
dann sind wir eben wieder auf Kurs. Hoffe ich jedenfalls. Anscheinend nicht. Oh je, ich habe mich total verirrt. Das ist nicht gut. Vielleicht habe ich irgendwo eine Tür übersehen, wo ich dachte, es ist eine Sackgasse. Oder? Nee, hier nicht. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Anfang. So, hier auch keine Tür. Hier kommen wir her. Okay, keine Tür. Schade. Und die Leute laufen in ihre eigenen Fallen. Das finde ich super. So muss das sein. Hier ist auch keine Tür. Tja. Dann muss ich wohl oben irgendwo gucken. Was ja rein logisch ist. Weil der Ausgang ist ja oben. Aber hier muss irgendwo eine Tür sein. Nee. Meine Güte! Ah! Es kann doch nicht angehen. Irgendwas muss ich übersehen haben. Ah! Nee, hier war ich schon. Aber da ist auch keine Tür. Ist hier eine Tür? Nur hier lang. Dann muss das hier auf dem Durchgang sein. Da! Haha! Genial! Super versteckt. Aber es nutzt euch auch nichts. Denn ein scharfer Geist beziehungsweise ein scharfer Verstand durchschaut es sofort. Und die Tür. Eine Schiebetür. Oh, seht euch das an. Das ist wunderschön. Und normalerweise müsste da auf dem Turm eine Kiste sein. Und da gucken wir mal, ob das der Fall ist. Und wenn das wirklich der Fall ist, dann müssen wir aufpassen, dass das nicht unser Fall ist. Weil wir dann darüber springen müssen. Ohne zu fallen. So wie der Kollege hier gleich. Nee, doch nicht. Dann machen wir erstmal die Musketiere hier platt, damit wir uns konzentrieren können. So, da ist eine Kiste. Dann werden wir das mal... Okay. So, eine Waffe. Bam. Aua. Das hat sich gelohnt. Dann laufen wir jetzt die ganzen Stufen nochmal hoch. Das muss ja auch anstrengend sein für so einen alten Mann. Ich meine, kämpfen, das ist eine Sache. Das ist ja schön und gut, das geht so ganz zackig. Aber Treppen laufen, das ist das, was einen alten Mann wirklich zu schaffen macht. Also die paar Speere und Schwerter, die der hier in den Bauch kriegt, die steckt er weg. Aber so Stufen, daran geht er zugrunde. Aber weiter geht's. Wir haben es ja gleich geschafft. Hoffe ich. Denn noch mehr Treppen schaffe ich einfach nicht. Na komm schon. Ach. Noch eine Etage. Noch mehr Speere in den Bauch. Das sind ja echt putzige Erfindungen. Aber sie werden mich nicht abhalten. Denn ich bin Shingen. Takeda. Shingen! Ah! Ich glaube, das war die falsche Richtung, oder? Nee. Das war richtig. Goldrichtig. Da ist er schon wieder.
Machen wir es der Mühe wert. Naja. Ich habe gesehen, wie gut du beim Kampf im Feld bist. Aber hast du jemals an solch einem Ort gekämpft? Ja, ist schon 4 Etagen zuvor. Ist also nichts Neues, lieber Herr Keiji. Nun mach schon. Ich will endlich den großen Endkampf für diese Folge hinter mich bringen. Nee! Noch eine! Etage 5. Das heißt, die Burg hat mindestens 6 Etagen. Oh je. Aua. Er hat mich einfach durch die Tür gehauen. Das gefällt seinem Chef sicher nicht. Oh! Ein Ninja-Weg. Aber wir können nicht hoch genug springen. Wir sind ja kein Ninja. Wir sind nur ein alter, gebrechlicher Mann. Das verwechselt man leicht, aber so ist das einfach. Haha! Ja! Haha! Ah, ja. Ah. Aua! Öl! Au! Ich habe euch doch gar nichts getan! Und noch ein Endkampf! Stirb! Du blödes, kleines Mannsweib! Mach dich bereit! Wenn du näher Mach kommst, dich bereit. Werde ich handeln müssen! Du musst noch einiges lernen über Stärke, junger Samurai! Stirb! Du hast gut gekämpft! Nö! Gar nicht wahr! Du warst kacke! So, jetzt aber... Letzte Etage. Bitte. Oder kommt noch eine... okay. Ich dachte schon, es kommt noch eine 7. Hallo. Ihr werdet vernichtet werden. Das hatten Ein wir doch schon mal. Für uns zwei allein. Wie aufregend. Wir suchen erstmal nach einer Kiste. In der Tat der perfekte Ort. Ich nehme an, nichts, was ich sage, könnte dich von deinem Vorhaben abbringen. Ha. Erstmal klaue ich all deine Schätze. Ach, du hast gar keine Schätze. Ja, dann... Ich bin enttäuscht. Haha! Kann ich auch. So, Anfänger. Du hast gut geklonkt. Nichts dauert ewig. Da seht ihr, wir haben den Dämonenkönig besiegt. Das heißt, wir können uns jetzt voll und ganz Kenshin Usuji widmen. Kann man überhaupt zu mächtig sein? Gute Frage. Ja, kann man. So, was haben wir denn Schönes gekriegt aus dem Hause Nobunagas? Nicht schön. Eigentlich nicht wirklich erbauendes. Aber Erfahrung können wir wieder leveln. Und ich glaube, wir werden mal Elemente machen. Klingt doch nach Spaß. Weiter geht's. Hoffentlich mit einer Cutscene oder ähnlichem? Nein, anscheinend nicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei dem wahrscheinlich Alternativende von Shingen, weil wir eben nicht so viel Zeit verschwendet haben, dass Kenshin Usuji hinterher bei uns erscheint. Oder so. Alles klar. Bis dann.